Moin moin und willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich bin auf dem Weg zum Canyon, in der Hoffnung, nicht unterzugehen zwischen all den seltsamen Razern dort. Und natürlich möchte ich irgendwelche Beweise über Francis finden oder irgendwelche Dinge von Francis, damit er mich in Gregs Viertel lässt, damit ich mir die Banditenrüstung holen kann, damit ich ins Banditenlager kann, damit ich Ravenhome kann. Genau, das ist der Plan. Und da ist auch schon ein Razor. Ich bin gespannt, wie stark die Viecher sind. Ach ja, das geht ja noch. Das ist ja human. So wie ein Snapper ungefähr, oder? Nee, ein bisschen stärker. Ein bisschen stärker als ein Snapper, ja. Ja, ist okay. Damit komme ich zurecht. Vielleicht sogar mit zweien auf einmal. Kann man machen. Da ist eine Höhle. Vielleicht ist er da ja. Oder vielleicht hat er da ja seine Sachen. Ach, guck mal, Beißer. Wie sind Beißer so? Hey, was? Ach so. Ach so, ja. Ja, natürlich. Großartig. Perfekt. Bitteschön. Das habt ihr jetzt davon. Hey, Snapper. Das ist Razor. Das ist mein Beißer. Du hast gerade richtig gesehen, dass der Razor den Beißer angegriffen hat. Ja, da ist nichts. Ich glaube schon. Okay, Moment. Moment. Das hier sieht doch nach einer Höhle aus. Nach einer sehr gut versteckten Höhle, oder? Was gibt's da drin? Snapperkraut. Oh mein Gott, wie großartig. Das ist voll selten. Damit kann man solche Geschwindigkeitstränke brauen. Also jetzt nicht den schnellen Hering, aber die Tränke, mit denen man ein paar Minuten lang richtig schnell laufen kann. Sehr cool. Gut, bevor ich da jetzt weiter reingehe, will ich auf jeden Fall erstmal mein Leben auffüllen und mein Mana. So und so müsste das genau passen, ne? Genau. 10 Lernpunkte. Ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Ich werde die nächsten paar Levels... Ich kann jetzt derzeit eh noch nicht den vierten Kreis lernen, habe ich ja schon mehrfach versucht und ich bin noch nicht so weit. Ich denke mal, das liegt einfach daran, dass ich noch so früh im Spiel bin und quasi der vierte Kreis noch nicht freigeschaltet ist. Ich möchte aber auf jeden Fall, nachdem ich ja jetzt ein bisschen meinen Zweihand-Skill noch verbessert habe, durchaus magischer werden. Das heißt, ich werde jetzt erstmal meine Magie, also mein Mana, steigern. Die nächsten paar Leveln. Nicht zuletzt deshalb, weil ich gerne möglichst schnell dahin will, wo das Mana richtig teuer wird. Denn dann kann ich nämlich die ganzen Boni, die ich habe, noch nehmen. Die ganzen Stein... wie heißen die Teile? Steintafeln. Und den Trank, den ich habe. Und dann kann ich dann die Pilze essen. Und halt eben nochmal stärker werden. Ich fürchte allerdings, dass es durchaus noch ein paar Levels dauern wird. Okay, ich nehme alles zurück. Ich schaffe keine zwei Razor auf einmal. Da ist nichts zu. Das schaffe ich nur, wenn ich die vorher mit irgendwelchen Magiekünsten schwäche. So, das war jetzt ein bisschen Verschwendung, aber ich will mir die Hunderter aufheben für im Kampf oder für den Gegner in der Nähe sind. Die sind mir dann doch ein bisschen wichtiger als die 70er. Und guck mal da. Das ist doch gesund, oder? Weidenbeeren mitten in der Wüste. Mann, Mann, Mann. Ist hier ein unterirdischer Fluss oder so, der da durchfließt? Ist so grün hier an der Stelle. So quer durch einmal. Ach, und da ist ein Trank? Was ist das denn? So, Razor, dann komm mal her. Verbeiß dich doch mal an der Leiche hier. Wie wär's? Ne? Die schmeckt ja doch bestimmt. Okay, tut sie nicht. Wir halten fest. Razor futtert keine Razor. Schade. Schade, schade, schade. Das ist aber auf jeden Fall ein guter Trick, wenn irgendwelche anderen Leichen in der Nähe sind. Ah, mit der Ding da oben jetzt vielleicht klappen können, mit der Ratte, ne? Ach, egal. So, hier war gerade noch irgendwo was. War das denn? Ach, da eine Biere. War das das? Guck mal, da ist noch ein Razor. Greift er irgendwas an? Nein, eine Ratte. Hey, die Ratte gehört mir.
Razor, nein. Razor, nein. Die Ratte gehört mir. Razor, bleib stehen, du Lump. Dann hole ich mir die Ratte halt. Du greifst mich an, ist das klar? Du klaust mir hier nicht die Erfahrung. So sieht's nämlich aus. So. Und die Ratten dürfen jetzt freundlicherweise sich von mir töten lassen, weil ich sie gerettet habe. Ist das nicht super? Das machen sie doch bestimmt gerne mit, oder? Ach ja. So, ich glaube, ich habe den Eingang der Höhle weitläufig genug gesäubert, dass mir da nichts in den Rücken fällt. Ich frage es nur, wo sind die Ratten hin? Wölfe. Ja, okay, Wölfe sind nicht schlimm, aber ich brauche erstmal wieder Mana. Und dann brauche ich 87, 70 und 12 und dann noch eine 5. Irgendwoher brauche ich eine 5. Ich brauche 5. Ach komm, 15. Was soll's? Ich hätte auch einen Pilz essen können, aber ist mir zu heiß. Hä? Wolf da oben? Was? Bin ich da vorbeigelaufen? Sag mir nicht, dass du die Ratten geschlachtet hast. Da bin ich dir sauer. Die hier vorbeikamen. Nein, ich wollte der Blutspur nach. Wo ist die hin? Die Blutspur. Wo sind die Ratten hin? Ist das hier Blut? Oder ist das von mir? Das ist, glaube ich, von mir. Naja, das ist von mir. Hm. Wo sind die Ratten hin? Ist ja blöd. Ach, die werden bestimmt wieder auftauchen. Ich gehe jetzt mal in die Höhle rein. Endlich. Ich bin ja jetzt, glaube ich, hier draußen sicher genug, wenn ich wieder rauskomme. Oder plötzlich mich zurückziehen muss, werde ich höchstens zwei Ratten über den Weg laufen. Und was liegt hier? Ach so, eine Pfanne. Und ein bisschen Kohle. Und ein gebratenes Fleisch und eine Spruchrolle. Und Kohle. Natürlich, Kohle. An dem Feuer gibt's Kohle, das ist klar. So, was haben wir da drin? Minecrawler, yay! Guck mal, ich speichere mal eine Runde. Nicht, dass hier irgendwas schief geht. Na, komm her. Oh, wie süß. Die machen ja fast gar nichts. Okay. Dann mache ich jetzt Folgendes. Ich gebe mal 5 Mana. Und mache hier mal ein heiliges Licht. Das kostet... Ach, das kostet 10 Mana. Na gut, wenn es 10 Mana kostet, gibt es halt noch ein Blauflieder. So. Denn damit fühle ich mich deutlich wohler hier drin. Und vor allem muss ich halt nicht die Fackel erst wegwerfen. Bevor ich... Wow, ein Minecrawler-Warrior. Die Fackel muss ich dann nicht wegwerfen, bevor ich irgendwie kämpfen kann oder so. Und dann die Fackel nicht wieder aufwendig aufsäulen. Das ist schon praktisch hier, dass das Licht so mitfliegt. Bleib mal stehen! Genau. So will ich das. Na, komm her. So, hast du irgendwas dabei? Nicht, da ist nichts zu holen. Keine Minecrawler-Platten. Dann kann ich auch keine Rüstung machen, ne? Also ich habe mal geguckt, es gibt auch im Gothic 2 eine Minecrawler-Rüstung. Aber die ist... Also erstens müsste ich dafür wohl nochmal ins Minental, um mit einem zu quatschen, damit ich quasi lernen kann, die Platten den Minecrawlern abzunehmen. Und zweitens ist die Rüstung halt nur ungefähr so gut wie meine jetzige. Und sobald ich nochmal eine bessere Magierrobe kriege, ist die halt deutlich besser als die Minecrawler-Rüstung. Das heißt, es lohnt sich eigentlich nur... Naja, eigentlich lohnt es sich nicht. Nee. Es sieht halt cool aus, aber... Brauchen tut man es nicht. Ach, guck mal, da ist nix. Ist hier noch irgendwas? Ein paar Dunkelpilze. Ja, die nehme ich gerne mit. Ich will ja meinen Mana erhöhen. Und das war's dann mit der Höhle, oder? Das war alles. So aus, ja. Gut, dann sammle ich das Zeug ein und hacke mit dem Rücken zur Wand. Mal hier im Boden. Mal gucken, was ich finde. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Eine Schatzkiste. Hm. Ist das schon das, was Francis braucht, um ihn zu erpressen? Die Kiste? Ziemlich schwer. Die Kiste? Ziemlich schwer. Kann ich da reinschauen? Ah, tatsächlich, einen Haufen Zeug erhalten. Eine Schatulle, ein goldener Kelch, ein goldener Ring. Irgendwas Geschriebenes? Tagebuch von Cornelius? Eine Lieferung? Was? Ein Heuerbuch?
Ich dachte gerade, das wäre so ein Almanach der Besessenen. Aha, Francis Heuerbuch. Der Mann scheint sich eine Menge Gold in die eigene Tasche zu wirtschaften. Ja, mehr als den Kapitän. Zumindest rechts unten. Und rechts oben auch. Und links oben auch. Und links unten auch. Oh oh, das gibt Ärger. Ja, also ich denke, das sollte ihn doch überzeugen, mich in die Hütte von Greg reinzulassen, oder? Könnte ich mir vorstellen. So war ich hier drüben. Ach ne, genau, da geht's raus. Ich bin ja immer hier links rum. Immer an der linken Wand lang. Und dementsprechend muss ich damit einfach nur weitermachen, um wieder rauszukommen. So, ich will mal schauen, ob die beiden Ratten jetzt wieder da sind. Ja, siehst du mal, zumindest eine ist da. Da hinten ist noch ein Wolf. Den hol ich mir vielleicht auch noch gleich. Gut, ich werde nicht leveln. Ach, das sind beide Büstenratten. Sehr schön. Sehr gut. Zwar fast tot, aber eben nicht tot. Gefällt mir. Das hat wunderbar geklappt. So. Du Wolf, du musst jetzt auch dran glauben. So. War jetzt zwar Verschwendung, aber hey. Ist mir egal. Ich brauche einen Grund, einen Trank zu trinken. So, wir haben hier Fangheuschrecken. Zwei an der Zahl. Ich glaube, die schaffe ich noch, oder? Was haben wir hier drüben? Noch ein Wolf? Ein paar Wölfe? Drei Wölfe? Orks. Okay, da will ich nicht hin. Gut, ich habe die Wölfe am Witterung aufgenommen. Dann kümmere ich mich mal zuerst um die. Vier Wölfe. Okay. Ach ja. Flächenschaden ist schon eine feine Sache. Und irgendwie ist der Canyon gar nicht so gefährlich. Okay. Da hinten sind Orks. Ich nehme alles zurück. Aber bis auf die Orks. Bis hierher ist der Canyon gar nicht mal so gefährlich. Da komme ich doch ganz gut zurecht. So, kommt mal her. Wie gesagt, ich mag Flächenschaden. Kommt her. Futtert ihr vielleicht an dem Wolf? Habt ihr da Lust dran? Ne, haben sie nicht. Okay. Dann muss ich jetzt kurz warten, bis sie aufhören, mich zu verfolgen. Nämlich jetzt. Ach, kann ich den hier machen. Ach, die ist schon tot. Ups. So, zwei Köpfe. Für den Kopfgeldjäger. Für den Fangheuschreckenkopfjäger. Also für mich quasi. Und dann brauche ich 137. Puh. Sehe ich gerade irgendwie nicht ein, Tränke zu verschwenden. Ich nehme mal drei, dann brauche ich noch 100. Und dann nehme ich zwei von denen. Und dann passt es. Weil so viele 70er habe ich nicht mehr und die 100er will ich mir für, wenn es dringend ist, aufheben. Habe ich ja schon erwähnt. Cool. Das ging ja echt gut hier im Canyon, ne? Gar nicht mal so übel. So, gibt's noch mehr von diesen kleinen Höhlen, die man fast nicht sieht vielleicht hier irgendwo. Das ist ja eigentlich schon ein ziemlich fieses Versteck. Vielleicht hier drüben, vielleicht hier. Hier gibt's auf jeden Fall eine Kante, die man nicht sieht. Das da? Nee. Okay. Ja gut, hier ist der Teleporter. Apropos Teleporter, bin ich da schon mal wieder zurück durch und habe mir meine Erfahrung abgeholt? Ich glaube nicht. So, wo ist der Merdarion? Und wenn ich jetzt schon mal hier bin, kann ich auch meinen Mana gleich erhöhen. Kannst du mir deine magischen Fähigkeiten beibringen? Ich kann dir zeigen, wie du deine magische Kraft erhöhst. Ha, perfekt. Du bist genau der Richtige. Ich will meine magische Kraft steigern. Genau, das da. Dankeschön. Noch einmal. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. War's schwierig? Wie man's nimmt. Ich könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Ich kann dir etwas Gold geben. Würde das helfen? Schaden tut's nicht. Mal sehen. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, Saturas möchte dich sprechen. Du solltest so bald als möglich zu ihm gehen. Okay, sag doch was. Aha, verstehe. Mein Mana hat sich leider nur erhöht, aber nicht auch gleich aufgefüllt. Das wollte ich nämlich gerade noch nachschauen.
Wie gut, dass du zufällig genau der Richtige bist für mich. So, ich habe jetzt 55 Mana. Das heißt, ich kann zweimal Feuersturm und dann einmal Feuerpfeil zaubern. Und wenn ich nochmal 5 mehr habe, dann... Gut, dass du kommst. Sogar Heiliges Licht. Wir haben neue Erkenntnisse, die wir dir mitteilen müssen. Dann lass mal hören. Die versunkene Stadt trug einst den Namen Jakendar. Es gab 5 Herrscher in dieser Stadt, die sich die Macht über ihr Volk teilten. Jeder dieser Herrscher hatte ein Herrenhaus, in dem er lebte und wo er seine Habe aufbewahrte. Auf deiner Suche nach den Reliquien der alten Kultur scheint es daher unerlässlich, dass du diese Herrenhäuser durchsuchst. Wo soll ich nach diesen Herrenhäusern suchen? Riordian hat sich mit der Struktur der Gebäude von Jakendar beschäftigt. Er wird dir sagen, wo du nach den Herrenhäusern suchen sollst. Was ist, wenn es diese Herrenhäuser gar nicht mehr gibt? Wenn du die Häuser nicht finden kannst, dann sind sie vermutlich mit der Stadt untergegangen. Doch sollte es sie noch geben, wäre das von unschätzbarem Wert für unsere Studien. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Rademis, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Okay. Adanos möge dich schützen. Das scheint alles gewesen zu sein. Ich müsste also mal mit Riordian sprechen. Ist das der hier? Nee, das ist Mixir. Der kann mir allerdings beibringen, die Sprache der Erbauer zu lernen. Und wer ist das hier? Riordian, genau. Hey. Erzähl mal. Saturas schickt mich. Ich soll die 5 Herrenhäuser von Jakendar durchsuchen. Ich habe lange dafür gebraucht, aus den Niederschriften der Erbauer den Standort der Herrenhäuser zu finden. Aber jetzt kann ich es dir genau sagen. Hast du das hier erwartet? Auf keinen Fall. Ich bin überwältigt, wie groß die Stadt gewesen sein muss. Die meisten Gebäude sind unter Stein und Erde verschüttet, aber die Ruinen, die die Zeit überdauert haben, sind über das ganze Land hier verteilt. Es müssen Tausende gewesen sein, die hier gelebt haben. Süß. Wo finde ich die 5 Herrenhäuser? Das Haus der Gelehrten ist eine große Bibliothek. Sie muss irgendwo weit im Norden sein. Das Haus der Krieger war damals eine von Felsen umringte Festung im Osten. Die Priester und die Totenwächter hatten ihre Behausung nahe beieinander. Du solltest sie im Südwesten finden. Und die Heiler hatten ihr Haus der Genesung im Südosten. Wenn diese Häuser noch stehen, dann wirst du sie an ihrer Bauweise erkennen. Sie sind erhöht. Eine steile Treppe führt in den von hohen Säulen verdeckten Eingang. Okay. Was kann ich denn bei dir lernen? Zauberrunen? Kannst du mir deine Fähigkeiten beibringen? Ich kann dich in der Kunst der Ach so, Alchemie. Kein Interesse. Dankeschön. So, gut. Das ist hier eigentlich nicht das, was ich tun wollte. Ich wollte nämlich hier zurück zu den Piraten und mir die Banditenrüstung besorgen. Wie ich das hasse, dass er, wenn er im Kampfmodus ist und ich die Kämpfen-Taste loslasse und mich nach links zu drehen, dass er dann plötzlich nochmal nach links zuschlägt. Das ist einfach grausam. Das macht keinen Spaß. So, 141, 153, nein, 143, sorry. 155, 160, 165, 177, 189. So, 201, 301. Und dann fehlen mir noch genau 2 hiervon. So, genau, das war der Plan.
Nee, eigentlich wollte ich ja meine Banditenrüstung holen, indem ich Francis sozusagen erpresse mit seinem Heuerbuch, genau, das ich ja zum Glück gefunden habe. Ja. Ich würde mal sagen, die Folge ist schon wieder relativ lang. Es ist sehr viel passiert. Ich habe einiges gefunden. Wir haben Neues erfahren über die Herrenhäuser, über die antike Stadt hier, die Jarkenda hieß. Und der Seher meinte ja auch mal irgendwann mal, glaube ich, Quarotron in Jarkenda oder Jarkenda. Was keiner so richtig verstanden hat damals, also vor allem ich nicht. Er hat auf die falschen Leute gehört. Und das hat jetzt plötzlich dann doch einen Sinn bekommen. Nun denn, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und mit Francis prügel ich mich in der nächsten Folge rum, ne? Bis dahin.